CM Punk galt für viele als der beste Wrestler der WWE und vielleicht sogar auf der Welt. Nun verließ er aber die WWE und wandte sich der UFC und dem MMA zu. Doch wir werden uns jetzt mal die 10 besten Matches, die er bisher hatte, angucken. Viel Spaß bei Pro 10. Platz 10, CM Punk gegen Rey Mysterio von WWE Over the Limit 2010. In diesem Match standen die Haare von CM Punk auf dem Spiel. Falls er verliert, verliert er auch seine Haare. Bei einem Sieg muss Rey Mysterio in die Straight Edge Society eintreten. Dieses Match war grandios und Rey gewann am Ende und verpasste Punk einen ganz neuen Look. Mit dieser Fehde konnte sich Punk vom Pro-Wrestler zu einem Gimmick-Wrestler entwickeln, der noch besser in der Crowd over war. Platz 9, CM Punk vs. John Morrison, ECW Championship 2007. John Morrison oder Nitro und CM Punk sind beide großartige technische Wrestler, was sie hier unter Beweis stellten. John Morrison fiel durch die Wellness Policy der WWE und deswegen brauchte WWE schnellstens einen neuen ECW Champion. CM Punk war der Auserwählte und wurde hier der neue ECW Champ. Platz 8, CM Punk gegen John Cena, Raw 2013. Ein 20-minütiger Leckerbissen zwischen John Cena und CM Punk bei Raw. Unglaublich, das Match ging um den WrestleMania Main Event Spot gegen The Rock, um den Titel, den Cena beim Rumble 2013 gewann und hier verteidigte. Punk zeigte im Match einen von WWE verbotenen Move, und zwar den Piledriver. Am Ende zog trotzdem Cena in den WWE WrestleMania 29 Main Event ein. Platz 7, CM Punk gegen Randy Orton von WrestleMania 27. Bei einer eher unrelevanten und schlechten WrestleMania 27 war dieses Match der Lichtblick. Ein spektakuläres Match mit spektakulärem Finish vor allem zwischen Orton und Punk. Im Main Event stand jedoch The Miz gegen John Cena um den WWE-Titel. Man merkt hier gleich, was falsch gelaufen ist. Orton vs. Punk hätte das letzte Match der Card sein müssen um den Titel. Platz 6, CM Punk gegen Daniel Bryan von Over the Limit 2012. CM Punk und Daniel Bryan waren zu dieser Zeit die einzigen wirklichen Indie-Pro-Wrestler mit Relevanz in der WWE. Das Match der beiden spiegelte dies auch wieder und es wurde einiges Altbekanntes aus der Vergangenheit der beiden gezeigt. Dieses Match hätte genauso gut bei ROH stattfinden können. Am Ende setzte sich CM Punk mit einem Roll-Up durch, um Daniel Bryan mit diesem Finish nicht allzu sehr im Standing zu schaden. Platz 5, CM Punk gegen Jeff Hardy von SummerSlam 2009. Im letzten WWE Pay-Per-View Match von Jeff Hardy brannten CM Punk und er die Hütte nieder. Was für ein Match. Klasse Spots von Hardy natürlich in einem kranken TLC Match. Auch Punk hatte die Möglichkeit zu zeigen, was er drauf hatte, und das tat er hier auch wirklich. Klasse Match, leider der letzte WWE Pay-Per-View, bei dem Jeff Hardy auftrat, da er eine Woche später die WWE verließ. Platz 4, CM Punk gegen Chris Jericho von Extreme Rules 2012. Ein weiteres tolles Match einer tollen Fehde zwischen Jericho und Punk, ein Rematch von WrestleMania 28, und was für eins, unglaublich brutal, tolle Spots und eine fantastische Match-Story zweier Wrestler, die sich als Best in the World bezeichnen. Dies war das beste Match der Fehde der beiden und entertainte auf ganzer Linie. Platz 3, CM Punk gegen Brock Lesnar vom SummerSlam 2013. In einer tollen Fehde zwischen Lesnar, Heyman und Punk ereignete sich dieses Match beim SummerSlam, bei dem Punk ein weiteres Mal zeigte, dass er in jedem Match aufs Ganze geht, egal welche Stipulation und welcher Gegner. Lesnar und Punk zeigten hier ein Traummatch und hatten bei einem starken SummerSlam das Match of the Night, und das heißt einiges. Lesnar zerstörte Punk am Ende und gewann das fantastische Match.
Platz 2. CM Punk gegen The Undertaker von WrestleMania 29. Die Fehde zwischen Undertaker und CM Punk mit Involvierung des Todes von Paul Bearer war sehr intensiv und auch beeindruckend. Punk agierte in der Fehde und auch im Match sehr respektlos als Heel. Mit dem Match of the Night bei WrestleMania 29 zeigten die beiden ein klasse Wrestling-Match mit Spannung und Action. Am Ende konnte Taker ein letztes Mal seine WrestleMania-Streak ausbauen auf 21-0. Platz 1, CM Punk gegen John Cena von Money in the Bank 2011. In einer der besten Fehden in der Geschichte erfolgte dieses Match, CM Punk gegen John Cena um den WWE Championship. Wenn man die Story und das Match zusammenzählt, war dies das beste Match seit der Attitude Era. CM Punk war kurz davor, die WWE zu verlassen, da sein Vertrag mit WWE in der Nacht von Money in the Bank ausgelaufen wäre, beziehungsweise auch ausgelaufen ist. Das Match passte perfekt und fand auch in der Heimatstadt von Punk statt, und zwar Chicago. Diese beiden hatten ein so großartiges Wrestling-Match, für viele ein 5-Sterne-Match, bei dem sich Punk am Ende durchsetzte und den Titel vor seiner Hometown-Crowd mit nach Hause nahm. Was sind eure Lieblings-CM Punk-Matches? Denkt ihr, CM Punk wird nochmal zur WWE zurückkehren? Eure Gedanken in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.